Folge auf der Stappenbach, das Schweinemastduell. Mit dabei ist der Vincent. Moin! So, heute war was ganz anderes. Heute war ich Silage ein, also Grasheim. Und zum Balzen nehmen wir den 513er, den übernimmt jetzt Vincent hier auf dem Silo. Ersten Wagen haben wir schon reingefahren. Und ich habe mir einen neuen Trigger gekauft, den 815er. Etwas älter und ein bisschen seltener. Und ich hole jetzt mal den ersten nächsten Wagen. Keine aus. Ja. Oh Mann, ne? Oh, dann fangen wir mal an, ne? So, kleines Gewicht habe ich vorne dran. Ich finde diese Willkommensnachricht hier voll geil. Willkommen in ihrem Fendt. Ja, das ist geil, ne? Ich habe schon überlegt, ob ich das hier in den TMS auch noch einbaue, aber. Alles zu viel Bauerei jetzt noch für diesen paar Monate. Monat, ne? Mhm. So. Fahren wir mal zu 88 hin. Achso, auf zwei Wiesen. Ich habe jetzt da fünf Wiesen. Auf. Drei? Ich glaube. Drei? Ne, ein. Zwei auf jeden Fall habe ich Silage beigemacht. Ich glaube, den Rest habe ich eingefahren. Ja, zwei ist das Silage beigemacht. Da 32 und die 94 und ich glaube, den Rest habe ich eingefahren. Oder will ich noch einfahren? Oh, wie weit wir heute kommen. Also eigentlich nur noch 88 hier ein paar Bahnen da. Dann geht's eigentlich auf die große drauf, ne? Mhm. Ja, also wir haben jetzt noch eine neue Regel, da können wir auch ansprechen eigentlich schon. Dass man bis 150.000 minus gehen kann, aber wenn man das erreicht hat, dann ist der Hof so fast, sagen wir mal, fast pleite. Macht auch Sinn irgendwo, ne? Ja. Ich bin jetzt 89 im Minus, 79.000 im Minus und bis 22.000 minus. Ja. Ich bin im Minus wegen dem Triggerkauf. Ist wegen Minus wegen Schweinekauf, glaube ich, ne? Ja, ich habe mir noch ein paar Schweine dazu geholt. So ein paar kannst du richtig genau anzeigen. Ein paar. Ja, hab eine Machzeit voll gemacht, ne? Er gönnt sich, ey. Ja, ja, okay, aber lohnt sich eigentlich auch so. Irgendwann muss man das ja sowieso mal machen. Ja, ich habe jetzt 28 in meinem zweiten Plan. Halt, Plan ist auch Schweinemast auf 40 voll machen, ne? Ja. Teil 2 habe ich. Muss aber ganz schön Geld ran holen jetzt, ne? Ja. Ersten Teil des Plans habe ich ja schon. Bei. Hier steht neuer Trigger kaufen. Mal sagen, das habe ich schon getan, oder? Oh, darüber muss ich aber. Also eigentlich muss mir über Felder Sorgen machen. So. Du über Felder, weil, ja, ich eigentlich nicht. Mal gucken, wie viel das dann so zieht, so die 40 Schweine da, ne? Dann ja. Gucke ich mal, was ich wo anbaue. Boah. Ernte kommt hier nach dem Video, denke ich mal. Ja. Können wir dann direkt spuren, ne? Ja, also wir werden auf jeden Fall ein paar Tage weiter sein. Oh, vorne abbiegen, ob man sich noch ein Auto hingeht. Ja klar, mein super, du bist noch gar nicht Weg. Da, ne? Okay. Jetzt wechsle jetzt gerade auf die 129. Ja. Gehen wir mal ein bisschen stalken hier. Kannst ja machen, kommt da schon noch durch den Wald gekrochen. Durch Gebüsch! Aber mein Gras sollte dann eigentlich auch schon 100% sein, wenn wir gesput haben, ne? Ja. Alter, wie schnell der voll geht. Was? Der Ladewagen. Ja, ach. Ach ja, mit der 129 bin ich noch ein bisschen beschäftigt, wie ich die eingefahren habe. Ja. Willst du nicht lieber 88 zuerst machen, die paar waren dann erst noch? Hab ich schon. Achso. Da war ich gerade, habe ich angefangen mit der 88, jetzt bin ich gerade auf der großen gewechselt. So, na, okay. Ah, geht aber. 60 gleich, jetzt 60. Ja, den Ladewagen habe ich von dem Kompostwerk ausgeliehen, vom Michi. Oder er hat mir den zur Verfügung gestellt, sagen wir es mal ja so. Und geldmäßig muss ich dafür noch nichts geben.
Er sagte, ja, mach dein Gras damit reinfahren und dann fällt's ihn einfach dahin. Sauber machen und dann, ja. Muss ja nicht immer alles mit Bezahlung gehen, ne? Ja. Ja, voll. Piepst das Ding nicht an, ey. Voll? Ja. Kann sich noch ein bisschen dauern, bis das Feld für die Jahre. Minimal. Bieten vielleicht doch noch einen zweiten Ladewagen mieten sollen. Nein, das wird schon. Ja, auch ein bisschen was zu tun haben. Mhm. Tja. 2 Stunden später, ne? Ja. Nein, ist mein Ding flott unterwegs. Auf die Autos. Keine Lust durch die Stadt zu fahren. Ist auch übrigens das Thema wieder geupdatet. Ja? War schon wieder ganz alt bei mir. Du musst aber auch den einen Tag richtig viel updaten, ne? Hab alles so mit geupdatet eigentlich. Festplatte machen. Trecker geschwächelt, wenn sie kurzzeitig. Mhm. Wo denn? Irgendwo hängen geblieben, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja. Ja, hier, das ist das Silo von Jonaso. Ich habe das Silo bei der 80 und du hast deins bei der 48. 48 dann. Ja. Aber irgendwo muss er jetzt hier der Fahrtweg reingehen, da. Links. Ich hoffe, letztens habe ich mit 6 km/h gemacht, das war ein bisschen zu langsam. Soll ich mal auf 10? Hoffen wir mal, wie der gehen. Schöne Einfahrt. Klasse, ne? Ich stelle vor, hier mit dem Dreiachser. Locker! Easy! Ach, vielleicht mache ich doch 6 km/h. Komme ich zu weit nach hinten raus, glaube ich. Du hast auch ein bisschen was zu tun mit 6 km/h, weißt du? Hier. Rum, ne? Mhm. Was mit einer Achse, ey? Ich komme mit der Auto, das war ja klar. Na nicht. 3 Autos vor mir, ey. Eher schon mal ein zu viel. Hallo Jungs, hier ist 50 innerorts, nicht 30. Den Steffen kannst du nicht mehr so hetzen, ey. Wann sie schneller fahren? Hätte ich auch nicht. Ich kann ja wenigstens 50 fahren. Ich kann mich hier doch nicht in der Ernte aufhalten. Geht doch nicht. Nur weil die gemütlich ohne Tiere zu Hause wohnen. Ich habe genug Tierchen. Du auch jetzt. Tiere leben bei dir zu Hause im Haus oder was? Klar. Gleich Nachbar. Gleich Nachbar. Und im Keller wohnen sie alle. Na dann. Keller ist ausgebaut als Stall. Verstehst du? Mhm. Was ist das, ne? Ging's denn bei dir nicht so zu Hause? Nein. Und ordentliche Vorne Schweine. Drin. Keine stinkige Schweine. Das einzige, was stinkt, ist Kacka. Mhm. Guck mal, davon habe ich auch viel, ey. Wird mal Zeit, dass ich investiere. Nee, investieren müssen wir unbedingt mal einen Good auf was. Ja, vielleicht als Gemeinschaft, oder? Wäre vielleicht nochmal sinnvoll. Ja, müssen wir mal gucken. Könnt ihr das immer in die Kommentare schreiben. Ist jeder der, für sich fühlt sich nicht so lohnen, weil so viel produzieren wir nicht so. Sicher?
Ja gut, bei 40 Schweinen, mal gucken, wie viel ich da so rausbekomme. Diese Autos, ne? Ging mich gerade auf. Mann, Mann, Mann. Alter. Sag mal, jetzt kriege ich aber einen zu viel. Benzin. Was passiert? Ja. Hier kommen 1000, aber 1000 Autos. Erstmal Standzeit hier, ne? Ihr habt es jetzt Autos. Kann ich jetzt fahren? Ja. Kommen dann endlich auch mal wieder Richtung meine Wiese. Außer es kommen vielleicht noch Autos entgegen. Man weiß es nicht. Diese Autos auf der Karte, ne? Ja, vor allem meinen Weg, ey. Ohne Scheiße, das macht schon richtig Party, ey. Gerade auch wieder 6 Stück auf Schlag gekommen, ne? Was mitten in der Kurve. Mal machen. Wenn sie auf ein gerades Stück wenigstens entgegenkommen, nein, mitten in der Kurve. Wo man so schön ausweichen kann. Gut, dass ich einen kleinen Ladewagen habe. Mit großen Wegen eigentlich klar gekommen unter den Bäumen. Ding, wo bin ich denn jetzt hier Folge? Oh, hier. Da. Cool, ich hab grad 12 MS. Warum auch immer. Das ist ja doch froh. War gut. Ich hab noch nie 12 MS. Ich auch nicht. Doch, zwischendurch. Na, der hat einen Zweierpingel. Oh. Ja, Vincent hat gefahren. Ziel erreicht für die heutige Folge. Ja, da war ein Zweierpingel da und irgendwie, der hat eine 500k-Leitung oder so. Ja. Wie gesagt, ich müsste, ne, nur viermal hier auf, Firmensitz hier angeben, ne, wo ich jetzt wohne, ne. Dann müsste ich auch schnelleres Internet kriegen. Weil sonst könnte ich ja benachteiligt werden, weißt du? Von den vier mehr. Ich langsame Sache, Internet habe. Alter, ich bin einfach schon wieder 45. Oh, ich hab deine WhatsApp noch, das kann ich gelesen. Gehen. Ich meine, ich nochmal mit, wovon habe ich ein Bild? Oh, der TMS ist aber wendig, ey. Teilt gleich fast 100% für den Trigger. Schön Fan TMS erste Generation fahren, ne? Gucken, vielleicht kommt auch irgendwann eine zweite Generation dazu. Weiß es nicht. Bin gleich übrigens schon wieder voll. Läuft. Oh, wie wir auch machen, ne? Hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht mit dem Ladewagen. '97 habe ich jetzt. Sinn. Oh. Ob ich diesmal auch wieder so viel Verkehr habe auf dem Rückweg. Der bei einer halben Stunde hier aus dem Feldweg braucht, die rausbiegen kann oder so. Oh, da habe ich schon das erste Auto vor mir. Hoffentlich war es das letzte. Da kommt ein schnell raus. Den Weg, den ich eben gefahren habe, war nicht so toll. Ist ein bisschen wegmäßig. Weil es jetzt wieder schlauer ist wegen den Autos. Komm
komme ich bei Jonas Hof raus und dann muss ich da halb über die Stadt fahren wieder, ne? Bitte ich hier schön bei den Anwohnern herpaste mit dich. Will ich normal. Sigi. Aber sowas von. Jetzt bin ich bei Jonas Hof abgebogen. Ja. Heute ist aber nicht mein Tag beim Fahren, ne? Ich bin mit einem Einachser-Ladewagen klar. Links abbiegen. Mal links abbiegen. Ich komme wieder von der anderen Seite rein, bin. Ja. Also von hinten. Verstehe ich schon. Ja. Glaub, mit ich ablande ist glaube ich am schlauesten. Ja. 6 km ist glaube ich echt nicht so verkehrt. Boah, den letzten Ladewagen, den werde ich wohl offline holen. Ja. Da redet Box hier. Ja klar. In der Aufnahme klappt nichts, ne? Wenn ich den, wo ich den ersten offline Ladewagen oder was einmal frei klappt. Ach, weißt du was? Oder Geiz. Nur den einen Ladewagen im Auto runter. So lange hat es jetzt auch nicht gedauert. Nö. Bei wie viel sind wir? 3 Stück oder so. Hm. Das müssen jetzt sehr viele sein. Also, da hätte sich gar kein großer Bergmann-Ladewagen von. Von der Bank ausleihen nicht mal gelohnt, ey. Da wäre ich nur 2-mal gefahren, sag ich mal. Ne? So habe ich jetzt ein bisschen Fahrzeit. Den Trecker habe ich seit gestern und er hat schon wieder 3,6 Triebstunden halber, ne? Hm. Und der hier hat ja auch 53 von dir, ne? Ja, der ist 53? 53? Ja, ist schon ein bisschen was, ne? Bisschen, ja. Kriegt der TMS auch noch drauf. Das LS19 da ist, glaub mal. Hm. Der hat auch noch seine Stunden voll. Ja, die richtigen Arbeiten für ihn kommen ja erst noch, ne? Ja. Bodenbearbeitung und so. Zwischendurch dann noch Dingens. Der TMS, der 500er dann mal wieder was machen, ne? Ja. Oh, diesmal kein Auto hier in der Kurve, Gott sei Dank. Dafür wahrscheinlich ist auf dem Kranstück oder so, können wir mir vorstellen. Geht doch nicht. Hey, meine freie Feldweg. Was? Der Burner. Pass auf, auf dem Rückweg habe ich wieder Autos, weiß ich jetzt schon. Nix da, ne? Als ob die so sagen. Den Weg lassen wir einen gelten. Aber Rückweg, ja, lassen wir Autos fahren. Wir schwatschen jetzt hier noch ein paar. Ich gehe das alles in die Ladewagen rein. Aber eigentlich sollte es. Jetzt pass waschen, ne? Und? Weizen klappt? Ja, ja, passt alles. Muss ja passen, ne? No. Stell dir vor, ihr müsst das hier alleine einfahren. Einfahren, abkippen, walzen. So. Hab ich dir schon gesagt, dass ich das in Rechnung stelle hier? Nee, im Kommentarbereich beantworten.
Da weiß ich ganz genau, wie die antworten. Wieso in Richtung stehen? Willst du mich verarschen und fährst mit meinem Trecker? Ja, und? Ist trotzdem eine Dienstleistung. Gib dir gleich eine Dienstleistung, ey. Gib mal nächstes Mal, also, bisschen weiter vorne. Und dann ist es ein bisschen verteilt. Ja, ich komm nächstes Mal von der anderen Seite wieder reingefahren. Naja. Da und zweimal von der anderen Seite reingekommen. Ah, geht easy rein, letzte Spur jetzt hier, ne? Geht alles rein, okay. Hoffen wir mal, ne? Ich bin jetzt fast bei 60 schon. Ach, wird schon gehen. Passen, klappen, wie auch immer. Also noch eine Wiese hätte ich nicht haben müssen. Ich glaube, wiesenmäßig bin ich erstmal ausgestattet. Ackerland eigentlich auch. Mir reicht das. Ja, du hast eine doppelte so große. Ja. Ah. Wenn eine große so, also eigentlich besser so. Du brauchst gar nicht mehr hinkommen, ich bin schon mehr. Ja, ich hab's gesehen. Weg. Eine große so, dann machst du einmal mehr Silage, einmal mehr Heu und einmal mehr Pellets und passt das so, weißt du? Da brauche ich mir nicht auch Gedanken machen, auf welcher Wiese ich jetzt mit was mache. Ja, doch, ich finde das gut, wenn man mehr Wiesen hat. Da kann man zur Not mal sagen, man lässt mal eine stehen, dass man da 100% erreicht, anstatt immer nur 67, ne? Sollte ich mal wieder Geld haben, dann kaufe ich mir auf jeden Fall die Wiese 52, aber die kostet halt 88.000. Danach vielleicht noch mal irgendwie 92 oder so als Feld. Ja klar, war ja logisch. Ist mal beruhigt, aber hier ist Auto im Feldweg. Keine Zeit. Zeitdruck. Ja, Jonas hat seine Wiesen auch alle gemäht und hat Solarschopfein drauf gemacht. War die schon eingefahren, ja, ne? Jo. Ah ja, stimmt, er war ja schon wieder düngen, ne? Ich habe meine zwei, wo ich Solarschopfein drauf gemacht habe, auch schon am Feld dran gemacht. Die muss ich auch noch einfahren. Da ich irgendwann nachher. Wo? Ja, irgendwann mal so morgen. Ja. Ja, erstmal ein Passantenblatt gemesselt mit 50, Junge. In Gewicht die Gegend klatscht. Ja. Ready aufgepiekst. Also muss ich hier dran denken, dass ich hier reinbiege und nicht geradeaus fahre, sonst komme ich nämlich nicht von der Seite, wo ich jetzt fahren möchte. Weiß nicht. Mhm. Aufpassen, dass ich die Einfahrt nicht verpasse. Die habe ich nämlich schon einmal verpasst. Ja, der Part wirklich nicht. Der ist schwer zu sehen, weil wegen Büsche. Ja. Aber jetzt muss ich mal wieder gucken, dass ich reinkomme. Ganz weit links. Fast in eine Siebemauer fahren, dann wieder ganz rechts. Jetzt wieder gegen Kurbeln. Ah, passt alles. Plan. Oh, Alter. Hat Lecks. Ich hab grad auch MS, ich weiß nicht warum. Ist weg, toll. Naja. Vincent Wald sitzt hier noch ein bisschen. Und wir hören uns in der nächsten Folge in der Getreideernte wieder. Jo. Bis dahin, ciao. Ciao.